Ich sitze jetzt seit knapp 5 Wochen auf einem vollgefederten 170 mm Enduro-Bike, war damit im Bikepark Winterberg und werde euch in diesem Video meine Stärken und Schwächen zeigen und ob es Spaß macht, mit so wenig Erfahrung in einem Bikepark zu fahren. Viel Spaß mit diesem Video. Zum Einfahren haben wir uns die recht ruhige Flow Country Line ausgesucht. Sie hat viel Speed und kleine Sprünge, die man auch einfach überrollen kann. Also ideal zum Einfahren. Achso, eine Sache noch. Bitte wundert euch nicht über jegliche Geräusche, die ich auf der Fahrt von mir gebe, da ich an dem Tag das erste Mal im Bikepark war und voll mit Adrenalin und Testosteron vollgepumpt war. Digga! Alter! Die Bremswellen sind so insane! Zieh so von mir weg, Alter! Alter! Oh, Bruder! Ui! Nachdem wir uns auf der Flow Country eingefahren haben, ne? Ging es dann für uns auf die Lucy, wo mir dann etwas passierte, was den ganzen Tag verändern würde. Aber okay. Seht selbst. Geil! Boah, fast weggerutscht! Scheiße, komm,
Hallo. Sorry, hat ein bisschen länger gedauert. Oh, meine Finger. Am großen Lift oben treffen wir uns. Und das sollte es gewesen sein. So eine kleine Verletzung mit so einer großen Folge. Der Tag war schon so ziemlich versaut, weil ich keine Schmerztabletten dabei hatte und die Schmerzen so stark waren, dass ich nur noch eingeschränkt fahren konnte. Nach dem Fail sind wir eigentlich nur noch für den Rest des Tages den Schneewittchen-Trail gefahren, um meine Hand einfach zu schonen, da dieser voll mit Kurven gepackt ist, zwar ein paar leichte Sprünge enthält, die aber kein Problem darstellen. Alter! Bisschen schneller kannst du, kleines bisschen. Yo, Steezy! Bruder! Jetzt Gas, Gas, Gas! Oh mein Gott! Du pfefferst den ganzen Schotter hier runter! Warte kurz, warte kurz. Steezy. Alter. Geil. Warte, lass mich mal vor, lass mich mal vor. Ich lasse einfach ein bisschen Abstand. Da, Digga. Dieser Typ. Alter. Boah, Digga. Jetzt chill mal gleich ein bisschen. Du willst nicht nochmal hinfliegen. Geil, Alter. Ja, ich merk's. Steezy! Gas! Alter, Steezy, Digga, geil! Geil, Alter!
Also jetzt noch zum Ende ein kurzes Fazit. Es hat sich auf jeden Fall mal gelohnt, die Erfahrung zu machen, wie man im Bikepark fährt, was es da alles gibt. Einfach mal einen hochwertigen Trail zu fahren. Es hat ultimativ viel Spaß gemacht, auch mit meiner jetzt mittlerweile geprellten Hand, wie sich herausgestellt hat. Es hat trotzdem so viel Spaß gemacht und ich kann es auf jeden Fall nur weiterempfehlen. Auch wenn ich wenig Erfahrung hatte und jetzt nicht so der Beste im Bikepark war, hat es sich trotzdem gelohnt und sehr viel Spaß gemacht. Ansonsten wünsche ich euch noch einen schönen Morgen, Mittag oder Abend und man sieht sich im nächsten Video bestimmt wieder. Tschüss!